Hallo Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 27. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du dich für unser Leben, ja für unser Privatleben interessierst. Dass wir für all die Dinge, die uns bewegen, beten dürfen. Sprich du auch heute durch dein Wort zu uns. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 1. Mose 25 und haben gesehen, dass Abraham noch einmal geheiratet hat und die Ketura ihm eine ganze Reihe an Söhnen geboren hat. Wir lesen weiter in Vers 3. Jokshan aber zeugte den Scheber und den Dedan. Die Söhne von Dedan aber waren die Assuriter, Letusiter und Leumiter. Und die Söhne Midians waren Eva, Eva, Henoch, Abida und Eldaar. Diese alle sind Söhne der Ketura. Und Abraham gab seinen ganzen Besitz dem Isaak, aber den Söhnen, die er von den Nebenfrauen hatte, gab Abraham Geschenke und schickte sie, während er noch lebte, von seinem Sohn Isaak weg nach Osten in das Morgenland. Dies ist die Zahl der Lebensjahre Abrahams, die er gelebt hat. 175 Jahre. Und Abraham verschied und starb in gutem Alter, alt und lebenssatt, und wurde zu seinem Volk versammelt. Er hatte unglaublich viel mit Gott erlebt. Wahrscheinlich wird niemand von uns mehr 175 Jahre alt werden. Aber wenn unser Leben einmal zu Ende gehen würde, könnten wir auch dann mit Überzeugung sagen, dass wir das Leben mit Gott als eine Freude empfunden haben, dass wir wirklich das, was diese Erde hier überhaupt bieten kann, durch den Heiligen Geist veredelt und durch Gottes Wirken verschönert, dass wir das auch wirklich erlebt haben. Und dann heißt es hier in Vers 9, und seine Söhne Isaak und Ismael begruben ihn in der Höhle Machpela auf dem Acker des Ephron, des Sohnes Zoas, des Hethiters Mamre gegenüber, in dem Acker, den Abraham von den Hethitern gekauft hatte. Dort wurden Abraham und seine Frau Sarah begraben. Und es geschah nach dem Tod Abrahams, dass segnete Gott seinen Sohn Isaak. Und Isaak wohnte bei dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Dort hatte einst Gott der Hagar geholfen. Dort hatte Isaak gebetet um eine Partnerin und auch um mit Gott Zwiesprache zu halten. Und jetzt lebt er dort und wird von Gott gesegnet. Gott sieht uns in unserem Alltag. Dies ist die Geschichte Ismaels, des Sohnes Abrahams, den Hagar, Saras ägyptische Magd, dem Abraham gebar. Und dies sind die Namen der Söhne Ismaels, nach denen ihre Geschlechter genannt sind: der Erstgeborene Ismaels, Nebajot, dann Kedar und Adbeel und Mibsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafish und Ketma. Das sind die Söhne Ismaels mit ihrem Namen. In ihren Höfen und Zeltlagern 12 Fürsten nach ihren Geschlechtern. Tatsächlich hat Gott sein Wort gehalten und Ismael, der zwar nicht der Träger der Heilslinie sein sollte, aber trotzdem gesegnet sein sollte, bekam 12 Söhne. Und Ismael wurde 137 Jahre alt und er verschied und starb und wurde zu seinem Volk versammelt. Sie wohnten aber von Hawila an bis nach Schur, das vor Ägypten liegt, und bis nach Assur hin, gegenüber von allen seinen Brüdern, ließ er sich nieder. Dies ist die Geschichte Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Und Isaak war 40 Jahre alt, als er Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Betuels des Arameas aus Padan Aram, die Schwester des Arameas Laban. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar, und der Herr ließ sich von ihm erbitten, und seine Frau Rebekka wurde schwanger. Er und Rebekka hatten dasselbe Problem wie Abraham und Sarai. Aber anstatt einen eigenen Weg zu gehen, wie mit der Hagar damals, entscheidet sich Isaak einfach zu beten. Und Gott segne das. Lasst uns beten, wenn wir Probleme im Alltag haben. Und die Kinder stießen sich in ihrem Schoß. Da sprach sie: Wenn es so gehen soll, warum bin ich denn in diesen Zustand gekommen? Und sie ging hin, um den Herrn zu fragen. Sie fragt sich, was los ist, und sie wendet sich an Gott. Wann immer wir Probleme haben, vielleicht ist jemand gerade schwanger und hat Komplikationen. Wir können irgendwelche anderen Probleme im Alltag gerade haben. Wir dürfen uns an Gott wenden. Und der Herr sprach zu ihr: Zwei Völker sind in deinem Leib, und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen.
Als nun ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Der erste, der herauskam, war rötlich, am ganzen Leib wie ein haariger Mantel, und man gab ihm den Namen Esau. Danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob. Und Isaac war 60 Jahre alt, als sie geboren wurde. Wisst ihr, was das bedeutet, liebe Freunde? Isaac hat fast 20 Jahre lang gebetet. In der Zwischenzeit hatte Abraham schon und Sarah die Verzweiflung gepackt und sie hatten einen eigenen Weg gesucht. Aber Isaac und Rebekka haben 20 Jahre lang gebetet. Wie lange betest du schon für die Sache, die dir so am Herzen liegt? 20 Jahre lang haben sie gebetet. Manchmal kommt die Erfüllung später, als wir dachten. Und als die Knaben groß wurden, da wurde Esau ein tüchtiger Jäger, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein sittsamer Mann, der bei den Zelten blieb. Und Isaac hatte den Esau lieb, weil ihm das Wildbret mundete. Rebekka aber hatte den Jakob lieb. Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war erschöpft. Und Esau sprach zu Jakob, lass mich von dem roten Gericht da hinunterschlingen, denn ich bin erschöpft. Da gab man ihm den Namen Edom. Da sprach Jakob, verkauf mir heute dein Erstgeburtsrecht. Obwohl sie so wunderbare Gebetserfahrungen gemacht haben, haben die beiden doch große Fehler gemacht in der Erziehung ihrer beiden Söhne. Und diese Parteilichkeit sollte noch schwere Schäden nach sich ziehen. Lasst uns gemeinsam beten. Herr, danke, dass wir wissen dürfen, dass wir, wenn wir ausdauernd im Gebet sind, auch vielleicht nach vielen Jahren erst, die Erfüllung deiner Verheißung erleben dürfen. Und Herr, vergib uns, wenn wir in unseren Familien den einen mehr lieben oder mehr schätzen als andere. Gib, dass wir lernen, auch aus diesen Geschichten in unserem Alltag so mit dir zu leben, dass wir ein Segen sein können. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Thank you.